Moin Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir fahren jetzt gleich mal einmal zur Kehrung runter, zu der Schilfkehrung, da wo ich gestern gesessen habe. Und wollen da den Mahlbaum einmal ein bisschen einpinseln und ein bisschen Mais hinbringen. Und mal gucken, ob wir die Sauen an die Kehrung dadurch bekommen, durch den Buchenholzteer. Ja, die Hunde, wie ihr seht, sind auch wie immer mit dabei. Rollo da unten, Aaron und die alte Dame Clio. Gut, wir sehen uns gleich. Horido. So, die Hunde dürfen jetzt ein bisschen laufen. Mal voran. Tolle. An dem Hochsitz, wo wir auch gestern waren, und da hinten den Mahlbaum, den wollen wir jetzt mal einpinseln. So, dieser Mahlbaum, der muss jetzt neu beschickt werden, neu angepinselt werden, und da werden wir ein bisschen Mais vergraben und außerdem aus dem anderen Kanzelfenster rausgeguckt. Da werden wir uns auch nochmal einen Mahlbaum direkt an den Wechsel einbuddeln und den auch nochmal anpinseln. Ja, da ist die Kanzel mit dem geöffneten Fenster. Dann kommt Clio an. Das sind jetzt von hier bis zum Kanzelfenster ca. 60 Meter. Ja, hier habe ich mir schon mal einen Mahlbaum hingelegt. Den werde ich jetzt nehmen und werde den so 2 Meter auf den Acker rausziehen, damit ich die Sau noch gut ansprechen kann. So, das Loch habe ich jetzt etwa 50 cm tief gemacht und da kommt jetzt der Pfahl rein. Es ist nur wichtig, halt, wie gesagt, dass er so tief drin ist, dass die Sauen ihn nicht einfach beim dran schuppern umschmeißen. Alles klar, bis gleich. So, jetzt werde ich das Buchenholz herholen und werde den Mahlbaum mal ein bisschen einpinseln, so dass er ordentlich nachher Geruchstoffe abgibt und die Sauen angelockt werden dadurch. Ja, was ich jetzt noch zusätzlich machen werde, ist zu dem Einpinseln von dem Mahlbaum werde ich noch ein bisschen Teer direkt an den Wechsel bringen. Das heißt, wir haben hier einen Wildwechsel raus, genau hier durch. Da sieht man auch,
direkt hier an dem Busch, dass die Sauen da auch schon mal geschuppert haben. Und da werde ich jetzt nur in der Höhe Duftmarkierungen setzen, sodass die Sauen auch mitkriegen, dass es hier gut riecht. Dann gehen wir aber weiter durch. Das gleiche machen wir hier. Und auch hier. Ja, mit der Hoffnung, dass wir die Sauen, wenn sie hier lang wechseln, aus dem Schilf rausbekommen auf die freie Plaine. Wie ihr sehen könnt, der Mahlbaum glänzt schön. Ist schön mit Buchenholzteer eingestrichen worden. Ja, jetzt nehmen wir wieder unser Stück Holz und legen das hier gegen. Und das heißt, wenn eine Sau kommt und sich daran schuppert, dann kommt sie hier gegen und das Holz fällt um. Und ich kann sehen, oho, da war eine Sau dran. Ja, so, ich habe fertig, sozusagen. Ich habe jetzt beide Mahlbäume präpariert. Einmal den, der direkt vor uns ist. Das ist der hier hinten. Ich kann ein bisschen schlecht sehen wegen der Sonne jetzt. Ja, den habe ich jetzt schön eingepinselt, sodass er schön wunderbar glänzt. Und habe da auch eine alte Dachlatte gegengestellt. In der Schilfschneise selber habe ich auch Mais vergraben. Also wenn die Sauen kommen, können sie da Mais finden. Wobei natürlich beim anderen Kanzelfenster direkt auf dem Maisacker habe ich natürlich kein Mais vergraben. Das wäre ja grob fahrlässig. Da will ich sie ja nicht hinhaben, damit sie da rumwühlen. Sondern da habe ich nur den Mahlbaum hingestellt. Mit der Dachlatte wiederum als Anzeiger, ob die Sauen da waren oder wenn sie rangehen, dass es umknallt und ich höre das. Also der Mahlbaum hier auf dem Acker, der ist tatsächlich nur dafür da, dass wenn Sauen sich hier unten in der Dickung befinden, im Schilfübergang, dass sie dann halt rausgelockt werden und ich sie dort sehen kann und auf dem Acker, damit ich sie halt ansprechen kann und sicher auch erlegen kann. Ja, die Hunde kennen sich ja aus, die wissen, wo die Tränke ist und wo sie sich schön abkühlen können. Da hier ist ein kleiner Bachlauf. Aaron! Komm hier, Aaron, komm. Komm hier, mein Hund. Komm mal her. Super.